Schnell abnehmen in einer Woche, hier sind meine Ernährungstipps für dich. Im Prinzip ist es völlig egal, welche Diät du willst. Am Ende des Tages ist es immer davon abhängig, ob du entsprechend in einem Kaloriendefizit gelangst oder auch nicht. Und deswegen möchte ich dir hier einige Ernährungstipps aufzeigen. Tipp Nummer 1, trinke ausreichend viel Wasser, denn meistens verwechseln wir den Hunger mit dem Durst und deswegen solltest du an dieser Stelle auch anfangen, mehr Wasser zu dir zu nehmen. Und hier bitte natürlich Wasser und nicht irgendwelche bunten Getränke, die voll sind mit Kalorien, sprich mit Zucker. Zusätzlich hilft auch Wasser bei dem Entwässern, wenn du entsprechend reichlich Wasser deinem Körper zuführst. Tipp Nummer 2, erhöhe deine Eiweißzufuhr. Denn Eiweiß ist nicht nur notwendig, um deine Muskeln aufzubauen, sondern in einer Diät auch entsprechend vor dem Abbau zu schützen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch deine Eiweißzufuhr erhöhst und überhaupt darauf achtest. Proteine, sprich Eiweiße, machen zusätzlich auch satt und helfen deiner Muskulatur entsprechend vor dem Abbau. Und je mehr Muskulatur du während der Zeit aufbaust, desto positiver wirkt sich das auch auf deinen Kalorienverbrauch aus. Und deswegen benötigst du auch entsprechend mehr Eiweiße. Tipp Nummer 3, du musst nicht hungern. Du kannst dich auch satt essen. Du musst eben nur darauf achten, dass du volumenreiche und kalorienarme Lebensmittel zu dir nimmst. Und dann würde es auch funktionieren. Dann bist du relativ schnell satt und kannst entsprechend dich auch satt essen. Tipp Nummer 4, reduziere deinen Salz- und Zuckerkonsum, denn Salz kann zu Wassereinlagerung führen und ist auch ein Geschmacksverstärker. Wir kennen alle das Beispiel mit Chips. Du isst so viele Chips, weil die so salzig sind und dann vergisst du, dass du eigentlich schon satt bist und isst dann im Endeffekt dann noch mehr andere Sachen in dich hinein und das ist eben das Problem. Und natürlich Zucker als kurzkettige Kohlenhydrate mit relativ vielen Kalorien wirken sich natürlich auch relativ negativ auf deinen Insulinspiegel aus, sodass du dann im Endeffekt immer mehr Heißhungerattacken bekommst und im Ganzen dann wiederum viele Kalorien zu dir genommen hast und das ist natürlich nicht förderlich. Nutze anstatt dieser kurzkettigen Kohlenhydrate wie Zucker beispielsweise langkettigere Kohlenhydrate wie beispielsweise Reis, Kartoffeln, Linsen, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Erbsen, Bohnen und wenn du noch weitere kennenlernen möchtest, einfach in die Kommentare damit, wenn dir noch weitere einfallen, in die Kommentare damit. So, das waren meine 4 Tipps. Wenn sie dir gefallen haben, hinterlass mir einen Kommentar, lass mir auch einen Daumen da und natürlich ganz wichtig, abonniere auch den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dein Coach Daniel. Ciao.